Es handelt sich hier um einen Recyclingbetrieb, der neben Kunststoffabfällen auch Gewerbemüll recycelt, brennt und entsorgt. Beim Eintreffen war eine massive Rauchentwicklung und massiver Feuerschein schon wahrnehmbar. Auf dem hinteren Betriebsbereich befinden sich sogenannte Sortierboxen. In diesen Sortierboxen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand, sowie ein Bagger war unmittelbar von den Flammen betroffen. Und der Hauptaugenmerk der Feuerwehr am Anfang, die unmittelbar in Nachbarschaft stehende Lagerhalle zu schützen. Das war unser größtes Problem, weil der Wind auch sehr ungünstig stand. Wir waren ca. mit 12 Fahrzeugen und 50 Mann vor Ort.